Moin und herzlich willkommen zu Let's Play World of Tanks mit mir, dem Kittel. Ja, ich habe hier auch wieder den Typ 59 rausgesucht, denn wir brauchen ja ordentlich Kohle für den IS-7. 2,8 Mille haben wir schon. 6,1 brauchen wir, genau. Insofern, da fehlt noch so einiges und deswegen machen wir nochmal ein Gefecht mit dem Typ 59, dass wir ein bisschen Kohle reinbekommen. Siegfried Linde, das gefällt mir schon mal gut. Auch nur Level 8. Was natürlich nicht so schön ist. Diese Massen an TDs hier schon wieder. Was soll das denn bitte schön? Wie viele TDs sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh Mann. Ist ja gruselig. Aber gut, wir haben ja auch so viele TDs. Insofern ist es ja eigentlich ausgeglichen. Wir wollen mal schauen, was wir denn hier machen können. Auf jeden Fall werden wir nicht über den Grünstreifen fahren. Das ist schon mal ausgeschlossen. Ich denke, wir fahren mal in Richtung, ja, Nullerlinie oder so. Da in die Stadt rein. Und gucken da mal ganz frech irgendwo um die Ecke. Und sehen zu, dass wir einen die Seite irgendwo jagen können. Ja, oder beim meisten kommen wir auch noch vorne durch, insofern. Wen man lieber flankieren sollte, ist der T28 zum Beispiel oder T28 Prototyp. Aber weil es sind komischen Waffenträger, gut, von denen sollte man lieber nicht so oft getroffen werden. Das geht ganz schnell. Und ja, solchen Panzer wie der SU und so weiter kommt man ja noch relativ gut durch. Insofern schauen wir mal. Nicht so stoll hier über den Krempel rüber. Ach, guck mal, hinten ist schon eine AT15. 32. Kommt der da hervor? Nö. Ich denke nicht. So. Die sind alle da hinten. Gut versteckt. Dann fahren wir doch hier mal weiter. Schauen, ob wir von hier irgendwie meinen Schuss riskieren können. Gut. Das wäre jetzt unpraktisch. Da kommt man natürlich gar nicht durchkommen. Aber da wäre die Zeit zum Aim einfach zu gering. Aber wenn der T69 hinten hervorkommt, können wir dem eventuell auch einen reinjagen. Na, will er glaube ich nicht. Da kriegt über die T32 noch einen rein, auch wenn wir auch einstecken müssen. Dann machen wir ihn doch mal weg. Oh, jetzt kommt der T69 da hinten. Mit seinem Autoloader-Magazin. Aber er hat nur einen Schuss gesetzt. Hat gar kein Interesse daran, es noch weiter zu versuchen. Auch gut. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir den ganzen TDs irgendwie in den Griff bekommen. Das ist irre. Wir weiterfahren. Wollen wir mal hier ein bisschen von der Seite kommen. Und wenn wir da durchfahren, können wir AT-15 killen. Von hinten ins Ohr kommen. Ja, Panther fährt durch. Der fährt auch durch. Der ist also noch ein rein. Hier wird es mir gerade ein bisschen zu bedrohlich. Was? Sehr schön, der ist tot. Kommen wir auch jetzt mal von hinten. Ich hab schon damit gerechnet, aber der kriegt erstmal gedrückt.
Ah, ist ja gut. Was macht der? Das weiß ich auch mal. Ne, das lasse ich lieber. Ach, und da kommt der T-28-Prototyp von hinten. Na gut. Hoffentlich gewinnen die erst noch. Wo ist Isu? Kill! Was? Ah, die muss wahrscheinlich gerade nachladen. Warum hat sie nicht geschossen? Ei, und in den Sand gesetzt. Nicht schön. Oh. Fuck. Wie weit ging der denn daneben? Lol. Okay, das war die Gegnerschule so. Na gut, das sieht wohl schlecht aus. Das werden wir wohl nicht mehr holen. Es sei denn, der T69 schafft es irgendwie zu cappen. Wobei, Mensch, der ist ganz schön lahm. Irgendwie habe ich ihn schnell in Erinnerung. Und wenn er das noch machen will, muss er jetzt schleunigst zum Cap kommen. Sonst sind nämlich die Gegner auch ganz schnell wieder bei ihm. Wenn die da nicht noch wenigstens ein wenig beschäftigt sind. Ja, scheiße. Das ist ja fertig. Und knallt ihn gleich weg. Toll. Na gut. Der sture Emil. Ist auch über, aber na, kill. Haha, ja, sehr schön. Die ISO noch mitnehmen. So gefällt mir das. Gleich kommt, wer war da? Ja, der Waffenträger kommt gleich von hinten. Gut, er dreht sich schon mal. Von der Seite kommt natürlich wahrscheinlich auch gleich schon wieder was. Da will ein Waffenträger eindeutig. Oh, und da ist der Prototyp. Und der Ferdi. Na. Ah, schade. Der wurde tatsächlich gemerkt vom Waffenträger. Sonst hätte er vielleicht auch den Ferdi mit erwischt. Naja. Schauen wir mal. Ach! Da haben wir doch gar nicht so viel geschafft. Möchte den ganz oben. Wieso das denn? 1,5K ist doch nun wirklich nicht das Gelbe vom Ei. Wobei einzig und allein der T32 ein bisschen mehr Damage gemacht hat. Oh Mann. So kann das natürlich auch nichts werden. Wobei die Gegner. Achso, das ist die Erfahrung. Deswegen ist das so gering. Die Gegner haben natürlich gut reingehauen. Der Waffenträger zum Beispiel oder die ISO und der AT15 auch. Ja, Panther. T69. Ja, da haben die Gegner doch einiges mehr geschafft. Kann ja nicht immer klappen. Pech gehabt. Und wir versuchen es einfach nächstes Mal nochmal, wenn es wieder heißt: Der Kittel, Let's Play World of Tanks, Attacke!